Ich schaue mir heute den Music Man Bluetooth-Kopfhörer BTX33 an. Und insbesondere interessiert mich, wie ist der Sound, wie ist der Preis von aktuell 60 Euro einzuordnen, was ist besonders an diesem Teil, wo hebt er sich von anderen ab, wie sitzt er auf dem Kopf und wie macht er sich optisch und qualitativ. Was finde ich gut und was gefällt mir nicht so, los geht's. Der Music Man ist ein Bluetooth-Kopfhörer mit Bluetooth 4.2 Support. Das ist super und spart Energie verglichen mit früheren BT-Versionen. Das stellt man dann auch beim Akku fest. Mit 20 Stunden Wiedergabezeit ist man mit einer Akkuladung für die ganze Woche versorgt. Zumindest dann, wenn man es wie ich nur für den Sport nutzt. Bluetooth 5.0 gibt es zwar auch, ist aber noch nicht verbreitet. Da muss man schon ein iPhone X oder Samsung S8 besitzen. Der Kopfhörer hat 7-farbige LED-Effekte. Das ist eine nette Spielerei, aber auch relativ unnütz, da man sie ja nicht sehen kann, wenn man sie auf dem Kopf hat. Schaden kann es aber nicht und für Jogger stellt das sogar einen sicherheitstechnisch relevanten Aspekt dar, wenn man abends oder in den sehr frühen Morgenstunden joggen geht. Eines der größten Pluspunkte dieses Kopfhörers ist, finde ich zumindest, der Micro-SD-Karten-Slot. Der ermöglicht einem, auf ein zusätzliches Device zu verzichten. Mit sonstigen Bluetooth-Kopfhörern muss man ja immer ein Sendegerät wie ein Handy mit sich führen. Der Hörer hat eine Freisprecheinrichtung. Wenn wir also im Bluetooth-Modus mit dem Handy verbunden sind, können wir über das eingebaute Mikro den Music Man nutzen und telefonieren. In der Praxis habe ich den Hörer 2 Stunden lang im Fitnessstudio mitgehabt. Der Tragekomfort war super und beim Halt gab es auch keine Einwände. Leider muss ich aber sagen, dass mir der Sound nicht wirklich gefiel. Der Sound ist basslastig, was per se nicht schlecht sein muss. Aber mir fehlt dieser glasklare Klang, den ich zum Preis von 60 Euro einfach erwarte. Vielleicht ist der Hörer ja mittlerweile günstiger, aber im Konzept eines Kopfhörers muss der Sound immer an erster Stelle sein. Als Sportler habe ich ja auch die Möglichkeit, auf leichtere, einfach zu handelnde und günstige In-Ear-Lautsprecher zurückzugreifen. Und da bin ich nur dann kompromissbereit, wenn sich der Sound wirklich positiv absetzt, was er hier leider nicht tut. Alles andere ist wirklich top, Mini-SD-Karten-Slot, bombastische Akkulaufzeit etc. Die Verarbeitung ist auch gut. Das Konzept des Kopfhörers ist insgesamt eigentlich ganz gut, der Fokus wurde aber leider nicht auf den Sound gesetzt.